Ihr habt schon gesehen, ich habe vor, einen wunderschönen Salat zu machen. Ja, das hat sich jetzt gerade sehr, sehr stark gewandelt, das Wetter. Es war gerade sehr, sehr schön warm, sonnig, dann Regen, dann wieder Hagel. Mal gucken, was bei mir alles hier passiert heute bei der Waldpflückzeit, wo ich drei Sachen pflücke für einen leckeren Salat und habe ein paar Sachen dabei. Lasst euch überraschen. Kommt mit. Buchenblätter. Ah, perfekt für die Salatbeilage. Am besten immer schön die frischen. Die haben halt einfach noch Power, sind noch schön knackig und schmecken halt auch besser, weil die schmecken dann nicht so blattig. Dann schmecken noch so wie schöne frische Salatblätter. Und da pflücken wir jetzt mal welche. Ja, und so sehen die aus. Sieht doch schon sehr lecker aus, ne? Richtig schön frisch. Ja, die packen wir jetzt erstmal ein. So, ich habe die jetzt hier reingepackt und die Sonne kommt wieder raus. Die Brombeer, auch sehr, sehr schön. Da nehmen wir doch mal auch was mit. Aber wir lassen noch ein bisschen was für die Tiere. Wir gehen da hinten mal lang. Und auch hier immer schön die frischen pflücken, weil die schmecken auch am Ende am besten im Salat. Und ich versuche die Pflanze nicht zu doll zu beschädigen. Immer schön nur an der Knospe rausziehen und nicht der ganze Stamm rausziehen. Ja. Ich pflücke die jetzt hier gerade oben, weil hier ist das Risiko weniger, dass da Tiere draufgelaufen sind oder drauf gepinkelt haben. Aber ich glaube, wir haben erstmal wieder genug. Sieht doch schon mal gut aus. Wir haben hier die Brennnessel, auch richtig schön frisch, gerade aufgestanden vom Winter. Ja, der Frühling zeigt sich ja schon sehr, sehr schön hier. Wow, da nehme ich nur die Knospen von, weil die sind am frischesten. Dann nehmen wir uns auch mal ein paar mit und keine Sorge, die kriegen wir gleich im Salat so hin, dass sie uns auch nicht im Mund wehtun. Das kriegen wir schon hin. Okay, ich würde sagen, wir bereiten jetzt unser Salat vor. Wir haben jetzt genug gepflückt und die Brennnessel riecht auch wieder richtig gut. Jetzt geht's los zum Rezept. So, und das letzte Stück Ingwer habe ich auch noch ein bisschen dabei. Okay, ihr seht ja schon, es sieht schon sehr viel hier aus. Das sind unsere gesammelten Kräuter, die wir geholt haben. Ich habe jetzt Pinienkerne dabei, bisschen Kresse, Olivenöl, bisschen Kurkuma, Orange, Salz, Bärlauchsalz, richtig cool, selbst gemacht, bisschen Pfeffer und ich habe noch ein bisschen vom Laden Salat geholt, das mischen wir ein bisschen, dass es ein bisschen harmonischer und im Geschmack besser ist. Ja,
Dann fangen wir mal an, Leute. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen schneiden. Das ist jetzt unser Behälter, da packen wir alles rein. Hier, ne? Die Brennnessel kriegt man eigentlich ganz einfach hin, dass die nicht pieksen. Man macht die einfach platt. Man macht die einfach platt. Zack, packt man dann hier schön rein. Es gibt auch eine andere Methode. Ihr könnt auch hier das Messer nehmen und so schön platt drücken alles. Ne, schön platt drücken. Und dann kann man das schön schneiden. Ja, dann haben wir hier die Brombeer. Manchmal haben die so kleine Stechel, aber die werden jetzt weggemacht. Aber so ist es jetzt nicht so stark. Das ist halt das Gute, wenn man so kleine abpflückt. Die haben noch gar keine Stacheln, die, sag ich mal, sehr grob sind. Ja, und die Buchenblätter, die sind sehr harmlos. Die würde ich jetzt nicht schneiden. Die würde ich, glaube ich, schön in den Salat so packen. Weil die sind auf jeden Fall sehr lecker. So, genau. Brennnessel sind auch schon fertig. Wir können auch alle Brennnessel nehmen. Und die alle schön, ne, platt drücken. Und dann könnt ihr die hier schön schneiden. Zack. So, das ist hier alles Buche. Das wird jetzt schön einfach mal im Pott gepackt, weil die schneide ich nicht. So. Und der Rest schneiden wir jetzt erstmal. Ihr könnt das auch ein bisschen so kneten. Das geht am schnellsten, weil die Blätter sind sehr klein und die alle einzeln zu machen, das ist ein bisschen blöd. Dann seht ihr, da haben wir eine wunderschöne gepresste Masse. Und die kann man schon dann schön schnibbeln. Dann kommen die alle schön im Pott rein. Ja, okay, dann werden wir jetzt erstmal Pinienkerne reinpacken, weil die sind sehr lecker. Alle schön rein. Sieht doch schon mal richtig gut aus, ne? So, dann werden wir ein bisschen Blätter reinpacken von uns. So, das passt so. Bisschen Kurkuma schneiden, auch sehr gesund. Weil der Frühling, Leute, muss auf jeden Fall für uns gut laufen, weil wir einfach mehr Energie brauchen für den Sommer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gute Sachen zu uns nehmen. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen noch Ingwer nehmen, auch sehr schön. Weil für den Sommer brauchen wir doch Kraft. Im Sommer haben wir doch vor, viele Sachen zu machen, viel rauszugehen. Und wenn man erstmal schön sich ernährt von das Essen, was die Natur uns gibt, dann geht es uns auch viel besser im Sommer und haben nicht dieses Winter, Schlafwinter, wie nennt man das? Das bleibt, also Restmüdigkeit vom Winter haben wir dann. Aber wenn wir uns gesund ernähren schon und uns viel bewegen, können wir das schneller wegbekommen und dann sind wir viel fitter für den Sommer. Und das ist schon sehr wichtig. So. So. Das werden wir auch schön raufpacken auf den Salat. Und wenn das schon euch gefällt, dieses Video, dann lasst mal doch mal gerne mal ein Abo da, liked, kommentiert, wie ihr das findet. Das ist so ein kleines neues Projekt. Ich gehe raus, mache einfach Salate aus der Natur
Und ich finde die Idee eigentlich schon sehr schön, einfach das so zu kombinieren. Das, was wir im Laden bekommen und das, was wir in der Natur finden. Und ja, könnt ihr gerne mir mal, sag ich mal, zeigen mit guten Kommentaren. So, jetzt ein bisschen Orangensaft. Sehr wichtig. Weil letztes Mal habe ich einen Salat gemacht mit Kirschblumen und da hat mir ein bisschen Honig gefehlt. Dann dachte ich mir, ich kann doch einfach mal Orangen holen und so die Süße bekommen im Salat, weil das hat mir irgendwie gefehlt letztes Mal. Jetzt werden wir ein bisschen Olivenöl reinmachen. Das bindet schön die Vitamine, dass wir das schön aufnehmen können. So, nicht zu viel Öl. Zack. So, und ein bisschen Pfeffer habe ich hier. Sehr schön. Und Bärlauchsalz. Das muss ich noch ein bisschen klein machen. Zack. Bisschen, ne, drehen und dann reicht das, denke ich, schon. Zack. Und packen das hier schön im Salat rein. Und Leute, was fehlt noch? Genau, die Kresse. Die ist auch noch sehr wichtig. Hole ich noch mal ein bisschen was raus. Zack. Dann schnippeln wir das einfach hier so langsam ab. Packen das hier so rein. Und der Salat ist fertig. Ich rühre das jetzt einmal und dann probiere ich mal für euch und sage euch mal meine persönliche Meinung, wie ich diesen Salat finde. Und jetzt kommt der Test. Ich habe das nur gemacht, weil es cool aussah. Nein, komm. Ich probiere das jetzt erstmal mit den Händen einfach mal. Das erste, was so rauskommt, ist so der Orangensaft. So schön diese Frucht. Danach kommt so die Pinienkerne. Schön ölig, schön nussig. Und dann kommt so eine schöne, leichte, bitternde Note. Das wird ein bisschen bitter, geht aber wieder, weil die Pinienkerne das wieder so abdecken. Und dann hast du wieder so einen schönen, nussigen Orangensaftgeschmack auf der Zunge. Ein bisschen hinten dann noch, ja, ein bisschen bitter und ja, voll lecker. Das ist wirklich richtig gut geworden. Hammer. Man merkt ein bisschen, das finde ich aber voll lecker. Oh. Man merkt jetzt die Kresse auch. Man merkt so dieses schöne Brombeerblätter und so alles kommt so gleichzeitig, die Geschmäcker von der Buche, von der Kresse, von der Brennnessel. Da kann ich euch einen Rat geben, nicht zu viel Brennnessel pflücken. Aber so finde ich das voll lecker. Aber wenn ihr zu viel macht, schmeckt das so, sich so pelzig. Ne? Weil die Brennnessel hat viele kleine Härchenlein. Und das schmeckt man schon. Es stört mich nicht, das ist auch okay. Aber ich würde nicht mehr Brennnessel nehmen, weil dann würde die Brennnessel das zu viel den Geschmack verändern. Und dann schmeckt man vielleicht nur das. Deswegen ein bisschen Brennnessel nur. Oh, es regnet. Ja, Leute. Egal, der Salat ist fertig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Abonniert, liked, kommentiert. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, diesen geilen Salat mitzuverfolgen und einfach mal in dieser Natur mitzutauchen. Ich hoffe, dass die Aufnahmen gut waren. Aber ich muss jetzt packen. Ey, Leute, haut rein, bis nächstes Mal. Ich hab euch lieb. Habt euch auch lieb. Ciao.